Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Blue Dragon. Wir haben im letzten Part die Residenzstadt Gibral erreicht, nachdem wir auf der Küstenstraße unsere Dorfbewohner, unsere Mitbewohner aus Talta eskortiert haben. Und wir sind Gott sei Dank unversehrt hier angekommen, nachdem uns, ich glaube, der hiesige König oder so und seine überaus reizende Begleitung Zola zu Hilfe geeilt sind, nachdem uns mehrere von diesen komischen Säbelzahntigern oder wie diese Viecher heißen, angegriffen haben. Und wir werden in diesem Part die Zeit hoffentlich sinnvoll nutzen und uns etwas in Gibral umschauen und mal mit den Dorfbewohnern schnacken. Also von Dorf kann ja hier nicht die Rede sein. Ich entschuldige mich bei allen Gibraleinwohnern, sagen wir mal so. Und bin echt gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich muss, bevor wir jetzt hier richtig einsteigen, mich im Vorfeld mal ein bisschen für meine Stimme entschuldigen, denn ich bin vorgestern bin ich auf einem Konzert gewesen und habe so ein bisschen gegen Heiserkeit wieder anzukämpfen und hoffe, dass wir das hier trotzdem halbwegs reibungslos über die Bühne gebracht kriegen. Die Musik ist übrigens wunderschön, wie ich finde. Ich stelle das ja immer so ein bisschen leiser, aber die ist echt toll, müsst ihr euch mal anhören. Ja, die ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten umreißen soll. Ich quatsch mal erstmal mit den Leuten hier. Vielleicht fallen mir zwischenzeitlich ein paar gute Adjektive ein. Willkommen in Gibral. Alles klar. Der sagt bestimmt genau das Gleiche, oder? Ja. Habe ich es gewusst oder habe ich es gewusst? So, warten wir mal erstmal, ob jetzt hier vielleicht noch irgendeine Cutscene kommt. Denn die Stadt an sich haben wir ja in der Form noch gar nicht gesehen. Sondern nur dieses, diesen Eingangsbereich. Wow. Ja, Gibral ist echt wunderschön mit einem riesigen Palast im Hintergrund. Ich meine, die ganzen Städte, die wir hier bisher angetroffen haben oder besucht haben in Blue Dragon, die sind ja verhältnismäßig klein gewesen. Die laufen hier irgendwie. Also das sieht auch ziemlich lebendig aus, muss ich sagen, auch im Vergleich zu anderen Spielen. Und man kann hier wirklich mit allen Leuten quatschen. Also wir werden hier, glaube ich, eine Weile ganz gut zu tun haben. Hallo, Passant. Ich will auch mitkämpfen. Ich muss da etwas tun können. Die sagen wahrscheinlich auch hier nur einmal was. Ja, hallo, Passantin. Willkommen in Gibral. Wirklich schön, Sverdorheit. Ich hab's ja nicht so mit Dialekten, aber, aber ich verstehe, was sie mir sagen möchte. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Oh, mein Sprach meins, das stammt aus ihrem Land. Was wäre ich? Von dem hab's nie was gehört. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen bayerisch. Also falls ihr Leute aus Bayern zuschauen sollten oder aus irgendwelchen Ecken, wo ihr sagt, das gehört definitiv in meine Region, dann lasst mich das bitte wissen. Gut, dass sie nicht mehr erzählt. Ich laufe ja ansonsten Gefahr, mich irgendwie vollends noch zu blamieren. Passant, die Residenzstadt Gibral ist meine Heimatstadt. Der Brunnen, die Burg, was für ein Ort. Ja, ich finde den auch wunderschön, muss ich sagen. Auch wenn ich ja eigentlich mehr so auf naturbelassene Orte stehe, wie ich wahrscheinlich schon mehrfach betont habe. Aber dieser Ort gefällt mir trotzdem ausgesprochen gut. Hallöchen. Ich versuche, mich selbst zu finden. Ich finde das auch so toll. Guck mal, wie wirklich jeder Charakter komplett anders aussieht, oder? Und nicht mal nur so minimal anders oder so oberflächlich anders, sondern so wirklich komplett anders. Tsunamis sind schrecklich, vielleicht sollte ich wegziehen, aber mir gefällt es hier so gut. Okay, also die Stadt sieht jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so aus, als ob Tsunamis hier irgendwie eine ernstzunehmende Gefahr darstellen könnten. Da sind, glaube ich, andere Ortschaften weitaus stärker gefährdet. Da ich zurzeit im Dienst bin, sind mir private Unterhaltung nicht gestattet. Okay, hast aber mehr oder minder gerade eine private Unterhaltung geführt, so ein bisschen zumindest. Uff, nur noch 2 Stunden, dann ist die Schicht vorbei, meine Füße tun ja so weh. Och, du Ärmster. Warum spielen wir jetzt Manomaro? Kann ich auch auf Klug umschwenken? Ich glaube schon, ne? Der hat jetzt diesen Stern neben sich, wie kann ich denn... Wartet mal, bei Status vielleicht... Irgendwo konnte ich, glaube ich, den Anführer selber bestimmen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das genau funktioniert. Fähigkeit, nicht Zubehör, Heilzauber, Formation, Springen.
Nö, keine Ahnung. Ach, da unten! Da unten mittig. L, B, R, B. Ach so, falsche Taste. Okay, ich habe jetzt die falschen mir da rausgesucht. Ah, ist ja cool. Guck mal, das hätte ich wahrscheinlich vorher auch schon gekonnt, aber da bin ich nie drauf gekommen, dass ich das mal so ein bisschen hier umändern kann. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei Manomaro. Irgendwie finde ich das total putzig, wie er sich so bedingt durch seine kleine Körpergröße an den ganzen Leuten hier vorbeischleichen kann. Ja, ich komme hier schon wieder nicht vom Fleck, weil ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe. Aber ich bin gerade total geflasht, weil es hier gerade so viel zu entdecken gibt und so viele Leute, mit denen man quatscht. Kann. Schwertmeister. Jeder Junge in diesem Königreich träumt davon, eines Tages ein Schwertmeister zu werden. Besonders seit der Herrschaft von König Shibrai sind wir echte Helden. Okay. Kann ich noch nicht so einschätzen. Auf jeden Fall wirkte der gerade ein bisschen arrogant. Shibrai ist ein Königreich mit uralten Traditionen. Der König ist noch jung, aber beim Volk schon sehr beliebt. Ja, den König, den haben wir auch gesehen. Der kam auch echt sympathisch rüber, aber jung war der auch. Das ist mir auch aufgefallen. Passant. Ich will ein Schwertmeister werden, wenn ich groß bin. Die sind so cool. Das sind die Schwertmeister, die König Shibrai schützen. Ihre Anführerin Zola war angeblich eine Söldnerin. Der hat mich gar nicht angeguckt. Guck mal bitte links oben ins Bild. Ach doch, jetzt guckt der... Nee, der schielt irgendwie so ein bisschen. War gerade ein bisschen verwirrt wegen seinem Blick. Ältliche Ehefrau, ältliche. Seit Opa senil ist, spricht er nur noch über Träume. Okay. Ich glaube, davon werden wir uns jetzt erstmal selber einen Eindruck verschaffen. Hallo, alter Mann. Ich habe schlecht geträumt. Heute Nacht wird der Fluch des Würfels entfesselt. Es klingt irgendwie ein bisschen gruselig, wenn der das sagt. Man weiß ja immer, bei so Leuten, die so ein bisschen gaga in der Birne sind, weiß man ja immer nicht, ob die irgendwie wahnsinnig geworden sind oder ob die vielleicht nicht doch die Wahrheit sprechen. Zumindest in Videospielen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Wie ich höre, könnt ihr magische Schatten benutzen. Ich benutze auch Schatten. Lidschatten. Ja, hat man aber auf deinen Augen gerade nicht gesehen, gute Frau. Du sahst nämlich recht lidschattenfrei aus, wenn ich das mal so sagen darf, von Frau zu Frau. Passant, hatten wir dich schon? Ne, ich glaube noch nicht. Ich bin ja geflohen, aber wie ich höre, habt ihr hier auch Ärger mit den violetten Wolken. Es gibt einfach kein Entkommen. Ja, den Eindruck habe ich aber auch. So, warte mal, laufen so viele Leute lang. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, mit wem ich schon gesprochen habe. Shibrai hat eine große Armee, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, habe ich mir irgendwie fast schon gedacht von so einer Residenzstadt. Wartende Frau, warum starrst du mich an? Hör auf damit, nur weil sie mich immer... Schönheit von Shibrai... Ja, alles klar. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber gut, dass du Spaß hast. Wartendes Kind. Ich frage mich, wann Papa vom Laden für Gegenstände zurückkommt. Ja, kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich werde gleich mal nachschauen. Bist du der alte Mann, der vom Würfel gequatscht hat? Nee. Für diese alten Knochen ist das kein leichter Hügel. Das ist ein Hügel? Ja, stimmt. Das geht so ein bisschen nach oben. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Guck mal, da kommt schnellen Schrittes eine Frau auf uns zugelaufen hier und dreht uns wieder den Rücken zu. Okay, habe ich jetzt hier mit allen gesprochen oder fehlt noch jemand? Ich glaube, ich habe jetzt hier alle. Ich würde mal sagen, gucken wir mal in dem Laden nach, ob wir den Papa von dem kleinen Knirps hier womöglich ausfindig machen. Okay. Die Musik verstummt. Warum auch immer. Nee, da im Hintergrund haben wir Musik. Und die ist total schön. Ich glaube, die hatten wir aber woanders auch schon mal. Oh, Erfahrung plus 10. Ich habe keine Ahnung, wen wir das jetzt geben müssen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch Manomaro richtig sein könnte. Oh, Backe, das sind jetzt aber hier schon hohe Zahlen. 2,4, 2,5, 2,5 und am meisten hat oder am meisten benötigt Manomaro. Ja, ich lag richtig. Das heißt, er wird auch die nächsten Erfahrungsboosts spendiert bekommen. Wow, die Musik ist so toll. Das erinnert mich übrigens auch wieder daran, dass ich eigentlich schon seit geraumer Zeit mal mir den Soundtrack bestellen wollte. Das habe ich immer noch nicht getan. Wird aber demnächst mal nachgeholt werden. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ach ja, ich hatte vorhin, als wir draußen standen, ganz vergessen mal zu gucken, ob ich da draußen irgendwas schon irgendwie absuchen kann nach Items. Guck mal, die ist vom Schafvolk. Ich finde es schon aufregend, die angebotenen Sachen nur anzusehen. Du auch? Ja,
Also ich sehe mir ja nicht so viel an. Ich klaue ja hier gerade viel eher, aber ich werde das wahrscheinlich auch aufregend finden, wenn ich mit dem Händler spreche, ja. Ist übrigens erstaunlich, dass der kleine Manomaro da rankommt. Ich meine, so wirklich gucken, wonach er da grapscht, kann er ja irgendwie nicht. Aber Hauptsache, er kreilt sich da erstmal so ein DW-Elixier raus und ein Nichts hier noch direkt am Tresen quasi mitgenommen. Und nicht nur eins davon, hier finden wir so einige. Oh, und eine Medaille, das ist natürlich sehr schön. Ist immer ein bisschen schwierig, so um die Leute herum irgendwas abzusuchen, ne? Weil ich will mir eigentlich immer das bis zum Schluss aufheben, dass ich mit denen quatschen kann. Ja, aber der gute Toripo, wenn er denn so heißt. Oh, nur autorisiertem Personal ist der Zutritt erlaubt. Okay. Ich wollte mich jetzt nicht als solches ausgeben, aber ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass da jetzt irgendwie noch ein, noch eine Tür ist, die überhaupt irgendwie kommentiert wird. Aber guck mal, da links sehen wir ja auch, links neben dem Symbol von Schuh, dass wir da irgendwie mit interagieren können. Das ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen. Ja, der gute Toripo, der hat sich bisher schon ganz, ganz lange nicht mehr blicken lassen. Und den haben wir, glaube ich, zuletzt in dieser komischen Kristallhöhle angetroffen. Und ich hoffe, dass wir hier demnächst mal wieder vorlieb nehmen können. Ich hoffe, dass er nicht nur in irgendwelchen Kampfgebieten auftaucht, sondern dass wir ihn womöglich vielleicht auch irgendwann mal an irgendeinem fixen Punkt antreffen. Denn ich finde das ja irgendwie schon ein bisschen bedenklich, die Vorstellung, dass wir immer nur einmalig die Chance haben, bei dem einzukaufen und uns dann wieder so ein bisschen auf unser Glück verlassen müssen. Aber ja, ich hoffe, das wird sich hier irgendwie noch zum Guten wenden. Ich glaube übrigens, dass wir in Gibral auch die Möglichkeit bekommen, unsere Nichtse irgendwann einzutauschen. Ich hatte euch ja irgendwann schon relativ früh in diesem Let's Play wissen lassen, dass ich mich grob glaube, daran erinnern zu können, wenn ich diesen Ort betrete, wo wir das dann letzten Endes eintauschen oder einlösen können. Und als ich Gibral gesehen habe, da hat das so ein bisschen Klick gemacht. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich denke mal, dass wir hier demnächst schon eine Chance bekommen werden, uns die ein oder andere Belohnung womöglich mitzunehmen. Vielleicht muss man die Person, die nicht sammelt, auch irgendwie erst freischalten. Das kann natürlich auch sein. Aber in Gibral werden wir Person XY dann wahrscheinlich antreffen. Mann mit wartender Familie. Hey, ein Sohn wartet draußen. Ich hätte es ja so gern, aber wenn ich es kaufe, habe ich für diesen Monat kaum Geld übrig. Tja, ich würde mal sagen, als vorbildlicher Familienvater solltest du jetzt hier erstmal kneifen und diesen Laden mal ganz schleunigst verlassen. Sei ein gutes Vorbild für deinen Sohnemann und gib dich nicht dem Kaufrausch hin. Vor allen Dingen, was begafft er denn da überhaupt? Also ich würde mal fast behaupten, dass das entbehrlich ist, das Teil, mit dem er da gerade irgendwie liebäugelt. Man weiß nie, was passieren wird. Wenn man nicht gleich kauft, verpasst man vielleicht die letzte Gelegenheit. Er sah irgendwie ein bisschen gruselig aus. Ihr müsst mal, wenn ich vorlese, ich meine, ihr müsst ja nicht mitlesen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie so einen Fehler einbaue, ist jetzt nicht so groß beim Vorlesen. Aber ihr müsst mal auf die Mimik und Gestik der Gesichter immer so ein bisschen achten. Das ist manchmal irgendwie total interessant zu beobachten. So, mein lieber Händler, was bekommen wir denn hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerne Kralle des Phönix noch einkaufen würde. Und Lichtkristalle bekommen wir hier auch. Ich glaube, ich werde aber mein Geld erstmal aufbewahren und die anderen Läden erstmal abwarten. Einfach nur, damit ich sicherstellen kann, dass ich erstmal das ganze Zubehörzeugs und auch alle Zauber, die uns hier womöglich noch angeboten werden, dass ich mir die finanzieren kann. Ich muss mir nur irgendwas einfallen lassen, damit ich das nicht vergesse, hier wieder in den Gegenstandsladen wieder zurückzukehren. Und ich bin mir auch gerade etwas unschlüssig, wie ich jetzt hier weiter vorgehen soll, denn die Stadt, die ist so riesig und hier gibt es so viel zu entdecken. Ich würde mal sagen, das scheint hier so ein bisschen kreisförmig angeordnet zu sein. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier erstmal den Weg weiter. Ich habe irgendwie total Bammel, hier irgendjemanden ausgelassen zu haben. Aber ich glaube, mit den beiden habe ich hier gesprochen. Ja, genau, der hat von den Tsunamis berichtet und der hier, der läuft mir hier gerade irgendwie zu weit weg. Ich glaube, das war einer der ersten, mit denen ich gesprochen habe. Ja, das war, ja, wie gesagt, einer der ersten. So, kann ich jetzt hier irgendwas... Oh. Oh, oh, okay, das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Hey, Klug und Schuh und ihr anderen, vielen Dank, dass ihr das Dorf vor den Monstern gerettet habt. Was macht ihr beiden denn da? Was ihr machen? Tja, also nur einen kleinen Spaziergang. Alle sind dort drüben in dem Gasthof, kein Grund zur Sorge. Ah,
das sind Leute aus unserem Dorf. Ich verstehe. Kann ich hier den Brunnen irgendwie absuchen? Kann ich hier draußen überhaupt irgendwas absuchen? Kann ich nochmal mit euch reden? Im Moment läuft es wirklich gut. Komm und begrüßt die anderen. Ja, ja, machen wir gleich. Wir erstmal hier mit den ganzen Gibral-Leuten erstmal quasi hin. Kommt doch mal im Gasthof vorbei. Tja, keine Ahnung, ob das jetzt unser neuer Zielort sein wird. Ich würde ja tendenziell eigentlich eher sagen, dass wir wahrscheinlich zur Burg erstmal hin sollen. Aber das entscheide ich dann kurzfristig, wo ich zuerst hin möchte. Ich glaube, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Ja, genau, der war, das war der mit dem Hügel. Mädel, einmal kurz stehen bleiben, bitte. Wie bitte? Du bist viel zu jung, um mich anzumachen. Komm in 10 Jahren wieder, dann können wir reden. Die sehen alle irgendwie so knuffig aus. Also auch die Frauen, die gucken alle immer so lieb. So, ja, der hat von seiner großen Armee irgendwie gesprochen. Weitere Hauseingänge haben wir hier nicht. Ja, ich muss hier irgendwie ein bisschen den Überblick behalten, ne? Eine Menge Gorgo kommen und gehen in diesem Haus. Das kann nichts Gutes bedeuten. Okay, gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Es scheint, als wären die Gorgo in dieser Gegend alles Rabauken aus Alumaru. Alumaru, mhm. Ein Ort, von dem wir jetzt auch zum ersten Mal hören. Und wir können Tatsache hier auch Sachen absuchen. Wir können hier auch Sachen absuchen. Wisst ihr, was das heißt? Ich werde gleich wahrscheinlich nochmal zurückgehen. Ach, guckt mal, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit Gorgo. Ich hatte doch schon mal irgendwie von den Gorgonen gesprochen. Also die sehen jetzt nicht aus wie Gorgonen, aber es gab noch irgend so ein anderes Volk in Zelda Ocarina of Time. Die sahen auch so aus in dieser Wüstenstadt. Also die hatten so optisch und kleidungsmäßig und so sahen die denen hier irgendwie ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt nur den Namen irgendwie wieder vergessen. Kinder haben hier nichts zu suchen. Geht heim zu eurer Mama. Okay. Ich habe keine Mama. Zumindest Schuh nicht, also wenn ich jetzt mal aus Schuhs Perspektive sprechen kann. Aber gut, sie spricht ja zu Manomaru und der hat wieder eine Mama, die sich auch wieder besser Gesundheit erfreut, dank unseren unglaublichen Skills und überhaupt. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Ah, okay. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das abgeschlossen ist. Oh, Raum im Zwielicht, okay. Möchte ich wissen, was hier fabriziert wird? Auf jeden Fall ist die Musik ja auch sehr, sehr lieblich und sehr, sehr schön. Aber ich finde die Zeitgenossen, die sich hier befinden, irgendwie gerade etwas bedenklich, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wir werden aber trotzdem ganz mutig sein. Und der kleine Manomaru, der irgendwie, ja, die ein Drittel der Körpergröße dieses etwas riesigen, bulligen Zeitgenossen hat, wir werden den natürlich trotzdem anquatschen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Denn, der kleine Manomaru, der macht seine Körpergröße durch unglaublich viel Mut und überaus ja, großzügig verteilter Stärke wieder wett. Hey, du! Was? Ich weiß ja nicht, wo ihr Blagen her seid, aber ihr könnt hier in der Basis nicht einfach so rumhängen. Macht euch davon, bevor euch was passiert. Okay, das war gerade echt böse. Also bevor mir jetzt vielleicht unterstellt wird, dass ich irgendwie zwielichtige Gestalten mit komischen Dialekten unterlege oder so. Ich kann einfach keinen anderen Dialekt. Der einzige Dialekt ist der leicht polnisch angehauchte, weil meine Familie selber so ein bisschen polnisch verwurzelt ist. Und das ist also keinesfalls beleidigend gemeint. Ne? Wollte ich einfach nur nochmal... Ah, versteht ihr kein Deutsch oder wollt ihr etwa Prügel? Ja, ich würde bitte gerne einmal von dir verprügelt werden, aber nein, möchte ich natürlich nicht. So, ich wollte trotzdem gucken, ob ich da noch irgendwas absuchen kann. Ich weiß nicht, ob wir jemals die Möglichkeit bekommen, uns da so ein bisschen in Ruhe umzuschauen oder ob wir uns irgendwann mal mit den Leuten anfreunden können. Aber schaut mal, wir können ja hier noch ein bisschen was ja, uns angucken. Ich weiß nicht, ab wann dieser etwas unfreundliche Typ anfängt einzugreifen. Okay, wartet mal. Ich gehe jetzt noch ein einziges Mal rein. Dann lasse ich das hier wirklich sein. Denn ich möchte gucken, ob ich die Truhen da jetzt irgendwie noch geöffnet kriege. Und dann ziehen wir wirklich weiter. Keine Ahnung, was sie zu verbergen haben. Ich meine, mit uns kann man ja irgendwie reden. Aber na gut, wir beklauen die auch. Ne? Das wird wahrscheinlich Grund genug sein. Okay, ich komme gar nicht erst zu den Truhen hin. Also werde ich mich jetzt erstmal von hier entfernen und mich dann erstmal anderen Ecken widmen. Aber dieses Haus behalte ich mir im Hinterkopf. Glaubt man nicht, dass ihr jetzt hier so einfach unversehrt davon kommt. Eines Tages erlebe ich auch ein Abenteuer.
Ja, na, glaubt man nicht, dass Abenteuer immer nur so ein Zuckerschlecken und ein Spaziergang ist, mein kleiner Mann. Das kann nämlich auch ganz böse ins Auge gehen, wenn du nicht vorsichtig bist und entsprechende Skills mitbringst, so wie unser einer. Wow, ey, so viele Leute, das ist echt so mega klasse gemacht. Gorgoriese. Hm, ist irgendwas? Ich bin ein Gorgo, ein Nachkomme der riesigen Götter. Okay. Die gucken auch alle so grimmig. Ich möchte mal irgendwann mal einen Gorgo antreffen, der vielleicht mal ein bisschen freundlicher guckt. Vielleicht ein bisschen hier mit Vorurteilen aufräumt, ne? Tut mal ein bisschen was, Nachrichtenbrett. Tut mal ein bisschen was dafür, dass ich irgendwie etwas freundlicher zu euch werde. Ich gebe das mal jetzt mal Nomaro, weil es bei ihm irgendwie für mich gerade im Moment am dringlichsten ist, dass er hier mal ein paar mehr Slots bekommt. Junge Frau B. Also, findest du am hübschesten? Okay, ich antworte auf solche Fragen. Frag mich sowas nicht, vor allen Dingen, weil die hier alle so schön designt sind. Gucke ich mir die gleich wirklich nochmal ganz genau an. Damit bin ich gemeint, nicht wahr? Nee, ich wollte mir eigentlich erstmal anhören, was ihr alle zu sagen habt. Willst du damit sagen, du bist die Hübscheste? So, also so vom ersten Blick würde ich ja sagen, eigentlich sehen die alle total gleich aus, kann das sein? Die sind alle farblich nur ein bisschen anders gestaltet. Also rein farblich würde mir die Frau hier am meisten zusagen, also die Frau C. Wie seltsam, und ich dachte, beide würden sagen, dass ich es wäre. Jetzt habe ich mich voll falsch entschieden, ne? Weil ich zuerst die andere Frau hier angequatscht habe, die hier. Aber die wäre, glaube ich, auch meine Platz 2, also mein Platz 2 gewesen. Alle sind so unerwartet zuversichtlich. Ich weiß zwar nicht, wovon ihr alle spricht, aber mach schon, du entscheidest. Nö, ich mag die, aber das ist wahrscheinlich einfach nur ihre Haarfarbe geschuldet. Okay, wofür habe ich denn das jetzt bekommen? Hätte ich jetzt irgendwie eine andere Belohnung bekommen, wenn ich mich für jemand anderes mal entschieden hätte? Ich frage mich, ob mir mal jemand sagen wird, dass ich hübsch bin. Alter, ey, treffen sich drei komplexbehaftete Mädels und reden über Firlefanz. Hey Jungs, welche von uns ist die Hübscheste? Wie oft wollen die uns das noch fragen? Findest du nicht, dass ich die Hübscheste bin? Oh mein Gott, habt ihr keine anderen Probleme? Gute Güte, befreit mich bitte von diesem komischen Vibes-Pack hier. So, mit dem haben wir schon gesprochen. Nein, bleib stehen, kleiner Mann. Guck mal, der sieht ja cool aus. Es heißt, Kinder sollten nicht ins Stadtzentrum gehen, aber wo sollen sie denn hingehen? Ja, berechtigte Frage, aber mir scheint hier irgendwie, ja, das scheint mir sehr so großflächig angelegt zu sein, dass es ja eine Menge Alternativen geben würde. Hey, hübscher Mann. Kennt ihr das Volk der Gorgo? Das sind Riesen mit übermenschlichen Kräften. Sie haben seit Urzeiten gute Beziehungen mit Gibraltar gepflegt und einige leben auch hier in der Stadt. Ja, die habe ich leider schon kennenlernen dürfen. Also was heißt leider? Vielleicht sind die ja insgeheim doch ganz nett. Ah, ein Hundehaufen, die häufen sich hier. Wie, ist auch witzig, Hundehaufen häufen sich. Ey, der ist so schlecht, der hätte echt von mir sein können. Ist doch ein tolles Wortspiel, oder seid ihr für sowas zu intellektuell? Irgendwie mag ich den Typen. Vor allem den Hundehaufen. Ich habe hier ehrlich gesagt noch keinen einzigen Hund gesehen. Ich weiß nicht, ob er gerade die Hundehäufchen irgendwie mit den Vogelhäufchen hier womöglich verwechselt. So, warte mal, ich bin hier so verwirrt. Entschuldigt bitte, dass ich die Kamera gerade wie so eine Wahnsinnige die ganze Zeit drehe. Aber zum einen muss ich darauf achten, dass wir hier keine Leute auslassen. Da muss ich darauf achten, ob es hier irgendwelche Eingänge gibt. Und da muss ich darauf achten, ob wir hier irgendwas absuchen können. Aber das scheint sich hier so auf den ersten Blick so ein bisschen auf die Vasen und Krüge hier zu beschränken. Das heißt, immerhin, ja, das ist relativ simpel und übersichtlich gehalten. Wobei ich gerade nicht weiß, warum ich... Ey, wie einfach man hier Sachen übersehen kann. Das ist, glaube ich, wirklich auf den Krug genau. Ich müsste hier wirklich mal mitzählen. Das scheint ja auf den Krug genau auch entsprechende Items zu geben. Passant. In letzter Zeit ist es wirklich gefährlich. Kinder sollten hier nicht einfach so herumlaufen. Okay. Aber wir sind ja immerhin in einer Gruppe unterwegs. Du weißt, Gangdynamik und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin mit dem auf uns selbst aufpassen. Sprich mich nicht an, ich bin in Eile, ich habe vergessen, meine Tür abzuschließen. Oh, immer diese ganzen gestressten Menschen. Also ich bin ja auch ein sehr vergesslicher Mensch, ne? Aber das habe ich Gott sei Dank noch nie vergessen. Genauso wie
Vasenwerkstatt. Oh, hier werden wir bestimmt wieder eine Menge klauen können. Eigentlich sind wir die ganzen Kriminellen hier und nicht diese Gorgos, die ich die ganze Zeit der Kriminalität bezichtige. So, gucken wir uns hier mal an. Zu, was? Zu Bokyu. Okay. Oh. Zu Bokyu, du bist Zu Bokyu aus Lago. Manomaro, dass ich dich hier treffe. Ich bin hier, um mehr über die Vasenherstellung zu lernen. Ich habe gehört, dass im Dorf viele Menschen krank sind. Ist alles in Ordnung? Es ist viel passiert, aber im Dorf geht es allen gut. Keine Sorge. Wirklich? Dann ist ja gut. Jetzt kann ich mich wieder auf die Herstellung von Vasen konzentrieren. Total süß gemacht, wie wir hier auch Leute aus anderen Städten und Heimatdörfern unserer Mitstreiter antreffen. Das ist irgendwie total, total toll und total abwechslungsreich. Also ich muss sagen, dass ich selten so einen Abwechslungsreichtum erlebt habe beim Städtebesuch wie jetzt hier im Blue Dragon. Basen sind wirklich toll, echt. Ist irgendwie für mich persönlich total die Wonne und die ganzen Dialoge hier und alles und das ganze Ambiente. Also ich hatte das, glaube ich, schon, als wir zuletzt unser Lager aufgeschlagen haben, mal angemerkt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier immer besser wird, was das Städtedesign angeht und was den Abwechslungsreichtum anbelangt. Ich müsste mal gucken. Ne, Manomaro bekommt das jetzt nämlich nicht mehr. Als nächstes wird nämlich Giro von Erfahrungsboosten jeglicher Art profitieren und im Anschluss daran ist dann wieder Klug am Zug. Ha, was für ein schlechtes Wortspiel. Ich finde das immer total witzig, wenn Leute in Videospielen, also irgendwelche NPCs oder auch Hauptcharaktere selber anfangen, Wortspiele zum Besten zu geben. So wie der Typ vorhin, den feiere ich immer noch total ab. So, hier müsste man jetzt mal wirklich durchziehen. Wobei dieser graue Krug, der da hinten so an der Wand steht, den kann ich jetzt hier irgendwie nicht absuchen. Aber da draußen ist mir das aufgefallen, dass das wirklich genauso viele Items gewesen sind in quantitativer Hinsicht, wie Krüge dort abzuzählen waren. Gut, hier werden wir einige nicht erreichen können. Da ist das etwas, etwas enger beieinander und schwerer erreichbar. Den hier bekommen wir noch und wir sammeln hier wieder mal fleißig nichts. Hallo, liebe Kundin. Ich wollte eine Vase kaufen, aber sie sind ein bisschen teuer. Okay, ich frage mich, ob wir gleich selber auch die Möglichkeit bekommen, irgendwelche Vasen einzukaufen. Es gibt übrigens, also ich will nicht zu viel von Lost Odyssey vorwegnehmen, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert, auch wo ich jetzt diese Vase, die direkt jetzt hier vor mir steht, da wo ich gerade hingucke, die erinnert mich so ein bisschen an eine ganz spezielle Vase in Lost Odyssey, die, ach nee, ich sag am besten gar nichts. Nein, ich sag dazu gar nichts. Ich habe nur irgendwie jedes Mal, wenn ich an das Odyssey denke, irgendwie wieder total Bock auf das Spiel und freue mich da total drauf. Und aber irgendwie das Gefühl oder die Erinnerung, dass die Vase, die ich meine, dass die da auch irgendwie gleich aussieht und wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich hier vielleicht eine weitere Parallele entdeckt habe, eine weitere Handschrift, die das Entwicklerstudio Mistwalker hier womöglich trägt und eingebracht hat. Scharfvolk-Lehrling. Diese Kunst ist wie eine Explosion, wie ein richtiger Töpferkünstler, meinst du nicht auch? Ich bin in Wahrheit nämlich nur ein Lehrling. Können wir so nur? Ist doch okay, jeder fängt mal irgendwie an. Ich meine, keinem werden irgendwelche Handwerkskünste in die Wiege gelegt. Das muss man halt erstmal erlernen. Ist doch gar kein Problem, dass er sich da selber degradiert. Finde ich gerade irgendwie ein bisschen schade. So, und nichts. Alles klärchen. Vorarbeiter Rokobe. Ich bin der Meister dieses Studios. Wenn du eine Vase möchtest, mache ich eine extra für dich. Okay, ohne mir einen Preis zu nennen. Ich wollte eigentlich wissen, von welcher Preisklasse diese Kundin hier stöhnt und mal prüfen, ob wir reich genug sind, um uns das irgendwie mitzufinanzieren. Aber das werden wir offensichtlich nicht in Erfahrung bringen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts ausgelassen habe. Aber so schnell werde ich diesen Ort wahrscheinlich auch nicht nochmal aufsuchen, es sei denn, irgendjemand wird uns dahin lotsen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Da hinten haben wir eine neue Menschentruppe. Die guckt hier irgendwie auch ganz komisch auf dieses Häuschen. Hier haben wir hier etwa noch ein Gorgo-Haus. Das kleine Kind scheint das total abzufeiern. Du hast aber ein schönes Kleidchen an. Wartet mal ganz kurz. So, ich musste gerade mal eben kurz husten und einen Schluck trinken. Guck mal übrigens, was für eine Augenhöhe Manomaro jetzt hier hat. Das ist ja schon ein bisschen
bisschen pervers, ne? Aber die ist irgendwie total süß. Hat lange Haare. Hat ein total knuffiges Kleidchen an. Die mag ich. Es gibt so viele Tauben in Gibral. Es ist so friedlich. Wundervoll. Ja, das finde ich allerdings auch. Ich finde auch dafür, dass wir hier uns das erste Mal in so einer richtigen Großstadt aufhalten, ist das trotzdem hier irgendwie alles sehr entspannt. Also auch wegen der Musik wahrscheinlich, vielleicht auch wegen dem Wasser hier, dem, das wir die ganze Zeit so ein bisschen umkreisen, haben wir mit dir schon gesprochen. Wenn ich mir die Nachrichten aus der Welt so anhöre, wird mir einfach unheimlich zumute. Und ihr passt gut auf euch auf. Ja, ich gebe mir Mühe. Das mit den Nachrichten lässt sich übrigens auch 1:1 in die reale Welt übertragen. Also man traut sich auch heutzutage, finde ich persönlich, kaum irgendwie in die Zeitung zu schauen, weil es irgendwie kaum noch irgendwelche Positivmeldungen zu erlesen gibt. Ich weiß, eure Leute sind nach Gibral gezogen, damit sie hier sicher sind. Aber dies ist auch kein Ort, an dem man sich wirklich sicher fühlen kann. Nicht mit all den Tsunamis. Diese Burgmauer soll die Wellen abhalten. Ja, schon der zweite Typ, der uns über Tsunamis berichtet, denn genau diese Mauern, die haben mich zu der Annahme veranlasst, ach ja, das ist das ist die etwas süddeutsche Frau, also sie ist für mich einfach die süddeutsche Frau, weil ich das irgendwie nicht genauer eingrenzen kann. Wegen den Mauern hätte ich jetzt nämlich auch erwartet, dass sie hier halbwegs sicher sind vor Tsunamis, aber wenn mir jetzt schon zwei Leute sagen, dass das hier ziemlich gefährlich sein soll, dann zweifle ich langsam die Schutzfunktion dieser Mauern auch ein bisschen an. So, hallo, guck mal, wie sie auf mich guckt. Ich habe noch nicht mal mit ihr gesprochen und trotzdem nimmt sie mich zur Kenntnis. Das sind so Details, wo mir jedes Mal die Sonne im Herzen aufgeht. Auch sie ist irgendwie total knuffig angezogen. Guck mal, ihren Kopfschmuck. Das sieht echt cool aus, oder? Total toll, bin ich voll begeistert von. Familie auf Zimmersuche. Ich denke gerade darüber nach, umzuziehen, aber die Miete in der Residenzstadt ist so hoch. Okay. Habe ich mir irgendwie fast gedacht, ich glaube, die Probleme hatten wir in Talta seinerzeit noch nicht. Familie auf Zimmersuche. Papa, du strengst dich zu sehr an, dein Gesicht zuckt ja. Okay, ja, der hat jetzt wahrscheinlich Sorge, dass er seine Familie hier nicht unterbringen kann, schätze ich mal. Jawohl, ich werde arbeiten, arbeiten und noch mehr arbeiten. Okay, wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann sagt Bescheid. Also wenn ich euch irgendwie eine Kautionsübernahme oder so anbieten kann, würde ich das sogar machen für euch, liebe Leute. Ihr seid mir irgendwie gerade sehr sympathisch. Und ja, gucken wir mal, was wir hier vorfinden. Haus beim Brunnen. Ach, das wird wahrscheinlich der Vermieter sein, wenn die davor stehen und sich Sorgen machen um die Preise. Dann schätze ich mal, dass er uns auch gleich ein Angebot unterbreiten wird, denn das Haus scheint mir doch recht leer stehen zu sein. Also vielleicht wohnt er jetzt auch hier und chillt einfach nur in der Mitte des Raumes und weiß nichts mit sich anzufangen und mit seiner Freizeit und schiebt hier gerade irgendwelche grüblerischen Depris, aber ja, das werden wir mit Sicherheit gleich in Erfahrung bringen können. Zuerst möchte ich mal schauen, was wir diesem Haus alles entwenden können. Ob dann vielleicht der Wert des Hauses sinkt, wenn ich jetzt hier die ganzen wertvollen Sachen mir hier rauskrame. Vielleicht tun wir der Familie, die da draußen steht und wartet, sogar einen Gefallen, wenn ich das jetzt hier alles mitnehme, was hier noch so an Goldstückchen in den ganzen Möbelritzen verborgen liegt. Nee, aber ist natürlich totaler Humbug. Jetzt habe ich gerade vergessen zu lesen, was da stand. Aber ich glaube, die ähnliche Beschreibung, die hatten wir auch, als wir in Talta die ganzen Häuser durchsucht haben. Dass er irgendwie jetzt hier, weiß ich nicht, den Schrank öffnet oder absucht oder wie auch immer. Auch hier habe ich das jetzt aus Versehen wieder weggedrückt. Entschuldigt bitte. Das ist keine Absicht. Hier, du hast die Schubfächer untersucht oder die Schubfächer. Und Saphir, sehr schön. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann nochmal die Möglichkeit bekommen, so ein bisschen Zubehörkram und so einzukaufen. Also ich meine, klar, die Stadt hier war noch relativ groß, aber ich muss das jetzt immer auch ein bisschen offen aussprechen, weil ich mich in regelmäßigen Abständen daran erinnern möchte, dass ich im Gegenstandsladen nochmal, sollte uns noch Geld übrig bleiben, nochmal Abstecher hinmache, um gegebenenfalls noch ein paar Krallen des Phönix und sowas alles einzukaufen. Denn das hat uns schon ganz schön, ja, ganz schön mitgenommen, die ganze Verschwendung, die wir da im Rahmen dieser Escort-Mission an den Tag gelegt haben. Das war schon nicht mehr feierlich, hat uns allerdings auch ja, das Leben gerettet, denn ohne diese ganzen Wiederbelebungs-Items wären wir ganz schön aufgeschmissen gewesen. So, guter Mann. Ach, guck mal, Tatsache, Verkäufer. Suchst du ein Zimmer? Dies ist das beste Zimmer, das wir haben.
Es ist ein fantastisches Zimmer, nicht wahr? Eine hübsche junge Dame mit ausgezeichnetem Geschmack. Ich mache euch einen Sonderpreis. Also, wir sind mitten in einem Abenteuer. Wir brauchen in nächster Zeit wohl kein Zimmer. Was? Die junge Dame hat keine Unterkunft. Das ist wirklich schrecklich heutzutage. Okay. Bitte kommt wieder vorbei, wenn ihr ein Zimmer sucht. Ich hätte diesen Sonderpreis ja gern der Familie, die da draußen steht, überreicht. Aber er hat auch hier leider keine konkreten Zahlen genannt. Alle quatschen hier übers Geld, aber keiner ist imstande, mal von harten Zahlen und Fakten zu sprechen. Das finde ich gerade irgendwie nicht so toll. So sagt jetzt vielleicht irgendwas anderes. Nee, okay, alles klar. Ich drücke euch auf jeden Fall die Däumchen. Ihr habt meinen Segen. Ihr guckt alle so putzig und so freundlich und so besorgt. Und ich würde euch gerne alle irgendwie drücken und meine Zuversicht aussprechen. Aber das, ja, geht leider nicht. Ich bin im Geiste auf jeden Fall bei euch. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich diesen ganzen Kreis hier insofern abgesucht habe, als dass ich mit allen Leuten gequatscht habe und auch alle Items mitgenommen habe. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch in Erfahrung bringen können. Ja, ja, dank euch kann ein alter Mann in Frieden leben. Ihr Kinder seid wirklich mutig. Okay, ist das auch jemand, den wir aus Talta befreit haben oder eskortiert haben? Ansonsten kann ich mir gerade nicht erklären, warum der sich bei uns bedankt. Das war der Typ mit dem, ja, der mit dem Wortspiel. So, mit der haben wir definitiv noch nicht gesprochen. Die ist aber gut gebräunt. Hast du hier einen jungen Typen gesehen, der Witze macht? Er ist überhaupt nicht lustig, weißt du. Also ich finde ihn irgendwie lustiger als dich, muss ich sagen. Also wenn du sonnengebräunt bist, ist es okay. Wenn du aber so eine Solariumgängerin bist, dann ja, bist du mir nicht gerade sympathisch. Ich bin nicht so der Freund von solchen solariumgebräunten Tussen. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand zuschaut, der selber ins Solarium geht. Ich muss dazu sagen, um auch hier vielleicht mal wieder mit boshaften Vorurteilen aufzuräumen. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute, die ins Solarium gehen, ja, aber irgendwo hört es auch mal auf, ne? Und wenn die Leute dann irgendwie total zerbrutzelt aussehen und ich dann irgendwie Appetit auf Grillfleisch und Hähnchen bekomme, dann ist das, glaube ich, auch objektiv betrachtet alles andere als schön. Da mag ich ein Teint wie bei dieser Frau irgendwie weitaus mehr. Gibral hat jede Menge Wasser und es lebt sich gut hier. Okay. Irgendwie gehen die Meinungen sehr auseinander, was die Lebensqualität in Gibral anbelangt. Ich gehe mal eben kurz in diesen Zubehörladen, denn ich wollte eigentlich erst mal mit den Leuten hier draußen sprechen, aber irgendwie reizt es mich gerade zu sehr, mich hier umzuschauen. Ich finde die Leute hier echt so toll designt. Also ich muss sagen, von der Inneneinrichtung haben mir bisher die Dörfer ein bisschen besser gefallen. Hier muss ich aber auch wieder sehr, sehr hoch anrechnen, dass wirklich jeder Raum, jedes Gebäude irgendwie sehr individuell gestaltet ist. Aber so von den Leuten her finde ich das hier wirklich total famos gemacht. Wirklich sehr, sehr bezaubernd und überaus hinreißend. Angeblich können sich gute Kunden dieses Ladens magische Ringe machen lassen. Man sagt, wenn man einem Mädchen einen fein geschmiedeten Ring schenkt, verliebt sie sich in einen. Magische Ringe, hm? Ein Geschenk für ein Mädchen. Ja, Shiro macht ja mal wieder Hoffnung. Bei Klug ist immer überhaupt gar nicht offensichtlich, wenn du das so offen aussprichst. Das ist ja so romantisch. Ich würde mir gerne einen dieser magischen Ringe ansehen. Aber wie ich hörte, haben sie schon lange keinen mehr gemacht. Vielleicht ist das nur ein Gerücht. Tja, liebe Kundin, warum fragst du denn nicht einfach den Typen, der dafür wahrscheinlich verantwortlich ist? Das wäre manchmal alles so einfach, aber manche Leute machen sich das immer komplizierter, als es sein müsste. Auf jeden Fall scheinen wir hier ziemlich wertvollen Krimskrams zu finden. Zwei Items gefunden und beide schon ziemlich speziell. Das ist, würde ich mal sagen, schon eine ganz gute Quote. So, das bekommt Giro und beim nächsten Mal, ja, müssten wir wieder an Klug weiter verteilen. So, jetzt habe ich aus Versehen mehrfach mit ihr gesprochen. Das war so nicht beabsichtigt. Auf jeden Fall total viel zu entdecken. Wisst ihr, was mich total interessieren würde? Ich bin ja ein ziemlicher Statistikguru, muss ich ja leider zugeben. Das ist immer so eine Berufskrankheit, sage ich immer ganz gerne. Aber mich würde es total interessieren, wie viele Nichtse
ich an den einzelnen Orten bisher gefunden habe. Also wenn ich mit Chibral durch bin, würde mich total interessieren, wie viele Nichtse ich allein in Chibral aufgesammelt habe und im Idealfall auch, wie sich das prozentual so verteilt, ne? Also da würde ich auf jeden Fall einen Blick riskieren, wenn es das Spiel ermöglichen würde. Wobei ich als Entwickler sowas wahrscheinlich auch nicht einbauen würde, weil das interessiert wahrscheinlich den Otto-Normalspieler überhaupt nicht und ist schon sehr speziell. So, wer bekommt die nächsten Erfahrungsschübe? Das wird beim nächsten Mal wieder Giro sein, der jetzt wieder ganz knapp vor Klug liegt. Und wenn man vom Teufel spricht und beim nächsten Mal werden wir dann wieder an Klug verteilen. Wenn das immer in so kurzen Zeitabständen kommt mit der Erfahrungsvergabe, dann komme ich immer irgendwie recht schnell durcheinander. Bin übrigens sehr überrascht, dass meine Stimme das bisher noch mitmacht, weil ich hatte irgendwie so ein bisschen Bammel und habe so überlegt, wirst du heute jetzt wirklich aufnehmen oder wirst du nicht erstmal lieber für dich selber zocken, weil ich auch wusste, dass wir jetzt hier einen sehr textlastigen Part haben würden und hatte irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das nicht so vertonen kann, wie ich möchte, aber das funktioniert besser, als ich gedacht hatte. Oh, der guckt aber grimmig, Besitzer des Zubehörladens. Ich verkaufe Ausrüstung und Zubehör nur an erstklassige Kunden. Unsere Marke hat einen Ruf zu wahren. Komm wieder, wenn du erstklassig bist. Ich bekomme jetzt ernsthaft kein Zubehör von ihm. Oh, was ist das denn bitte für ein Schnösel? Was ist das denn bitte für eine Kundenzufriedenheit, für eine Kundenmentalität, die hier angestrebt wird? Ich bin ja irgendwie total schockiert, dass es sowas hier in Chibral gibt. Also unmöglich, absolut unmöglich. Und da der Laden auch nicht gerade gerammelt voll ist, würde ich mir mal irgendwie ein bisschen Gedanken machen über die Firmenphilosophie, denn da scheint es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben zu geben. So, hatte ich dich schon. Hey, ihr seid vorsichtig beim Überqueren der Straße. Sagt der hier wie von der Tarantel gestochen einfach mal quer diagonal durchrennt, ist okay. Dieser Laden verkauft Zubehör und alte Bücher und das Mädchen, das hier arbeitet, ist auch süß. Okay, ich weiß zwar nicht, welchen Laden du meinst, bestimmt... Ach hier, ach guck mal, da erkennt man das so ein bisschen. Das wird wahrscheinlich der Zauberladen sein, wenn man diesem Buchsymbol auf diesem Schild, auf diesem Wappen Glauben schenken darf. Ach, guck mal, Zubehör und Zauberladen, das ist wahrscheinlich der Zubehörladen, wo der gängige Pöbel auch was verkauft bekommt. Das ist der Laden, für den ich werben werde. Der Laden, in dem ich mich weitaus wohler fühle als in dem anderen. Das ist ja echt so ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Ich komme auf den irgendwie immer noch nicht klar. Aber ich glaube, irgendwann im Laufe des Spiels werden wir noch einen etwas anderen Dialog mit diesem überaus freundlichen und kompetenten Service-Mitarbeiter und Verkäufer führen dürfen. Ich bin da so ein bisschen immer so ein bisschen pikiert, weil Kundenzufriedenheit so ein bisschen meine Berufung ist, ne? Auch weil das, ich sag mal, das Herzstück meiner Real-Life-Arbeit ist, ja. Und ich halt generell irgendwie so ein sehr, ich sag mal, gut erzogener Mensch bin, der sehr höflich ist, der sehr viel Wert legt auf Bitte, Danke, Gerne, der Wert drauf legt. Also auch als ich selber noch mit direkten Kunden, also mit Endkunden so Kontakt hatte und direkt auch im Kundenservice gearbeitet habe, da war mir das auch immer wichtig, egal wie blöd es mir ging, trotzdem immer freundlich zu sein und immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben und das der Kundschaft nicht anmerken zu lassen, wenn es mir zum Beispiel nicht so gut ging. Ja, ich habe da irgendwie so eine sehr kundenaffine Gesamthaltung und deswegen nervt mich das, wenn dann Leute wie der Typ da vorhin so drauf sind. Boah, der sieht irgendwie ganz schön finster aus. Wie ich höre, ist die hier verkaufte Ausrüstung Panzerung... Was? Warte nochmal. Wie ich höre, ist die hier verkaufte Ausrüstung Panzerung weit überlegen. Das heißt, du bist gut in Form, wenn du die Halskette aus Chibral trägst. Okay. Wir hatten irgendwas aus Chibral, hatten wir schon mal gefunden. Ich glaube, das war der Ohrring im Tal der Wandbilder. Mir ist das deshalb so in Erinnerung geblieben, weil diese eine Transformationskiste uns irgendwie angeboten hatte, da so einen Ohrring mal reinzuschmeißen. Und das hat mich gedanklich irgendwie, glaube ich, eine Weile beschäftigt und dazu geführt, dass ich mich daran jetzt noch zurückerinnern kann. So, Giro ist der Nächste, der Erfahrung bekommt. Weibliche Angestellte. Wonach suchst du denn? Mach dich davon, wenn du nur rumstöberst, eh?
Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne, und schon wieder so ein Subjekt, was eigentlich ja in dieser Branche nichts verloren hat und irgendwie hier mir als potenzieller Kunde kein gutes Gefühl vermittelt. Schaltertisch, 10 Gold, okay. Pflanze können wir auch absuchen. Ich will diese komischen Kästchen oder Päckchen da hinten noch absuchen, aber das geht leider nicht. Es steht ein großer Militäreinsatz bevor. Ich suche nach etwas Magischem, das mir hilft. Der Magie wohnt eine tiefe Kraft inne. Ich wünschte, wir alle könnten sie nutzen. Tja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, mein lieber Freund, dann würde ich mir auch so allerlei Zeug wünschen. Oh! Die Geschichte von Valon, dem Zauberer, Teil 6. Er schwenkte den Stab und sprach einen Zauberspruch, der einen Windwirbel herbeischwor. Im nächsten Moment war sein langes Haar und sein Bart verschwunden. Obwohl Magie den Dorfbewohnern nicht fremd war, hatten sie sie noch nie direkt erlebt. Sie waren erstaunt. Einige standen einfach nur mit offenem Mund da. Zwischen ihnen stand Valon mit ordentlichem Haar und einem selbstbewussten Blick in seinem jugendlichen Antlitz. Ich mag das Wort Antlitz irgendwie total gerne. Wird heutzutage viel zu selten gebraucht, aber ich bin generell so ein Fan von alten Worten. Ich mag auch Hanebüchen total gerne oder Firlefanz oder so einen ganzen, diesen ganzen Sprachgebrauch, der heute irgendwie kaum noch bekannt ist, weil man alles irgendwie, weiß ich nicht, vereinfacht und strafft und auf das Wesentliche beschränken muss und überhaupt. Die Geschichte von Valon dem Zauberer, Teil 7. Einer der Dorfbewohner wagte sich hervor und sagte, »Bist du das etwa, Valon?« Das war Ben, Valons bester Freund aus Kindertagen. »Ben?« Valon erkannte ihn sofort wieder. »Lange nicht gesehen«, rief Ben. »Du bist also Zauberer geworden? Ich habe mich immer gefragt, wohin du gingst.« »Erinnerst du dich nicht?« antwortete Valon. »Ich habe immer gesagt, dass ich Zauberer werden wolle.« Ja, und dabei hat die deutsche Sprache echt so einen wunderschönen Klang, ja, und auch eine so wunderschöne Wortvielfalt. Und das ist auch der Grund, warum ich Deutsch zum Beispiel, auch wenn ich halbwegs gut Englisch spreche, Deutsch immer viel schöner finden werde als Englisch, ja, weil man da nicht so die Situation hat, dass ein einziges Wort so viele verschiedene Bedeutungen hat, wie das zum Beispiel eben im Englischen der Fall ist, sondern man im deutschen Sprachgebrauch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, bestimmte Dinge zu umschreiben und selbst wenn man mehrfach die gleichen Dinge sagen möchte, trotzdem das Ganze in sehr unterschiedliche Wortgewänder hüllen kann. Und ich bin total der Fan unserer Sprache. Kunde, was ich mir wirklich wünsche, ist die Liebe des Mädchens, das hier arbeitet. Ach ja, das ist die Tulla, von der da draußen gesagt wurde, dass sie irgendwie süß sein soll. Also ich finde sie jetzt rein optisch auch süß, aber seit sie hier irgendwie uns so pampig wieder angehen musste, finde ich sie jetzt zumindest nicht mehr attraktiv. So, gucken wir mal, was wir hier im Zauberladen bekommen können. Wiederbelebung, da brauche ich gar nicht auf das Geld zu gucken, das kaufe ich definitiv. Der Angriff eines Gegners wird abgebrochen, ja, das suggeriert uns der Name schon so ein bisschen. Wasser 2, keine Frage, wird definitiv eingekauft. Langsamkeit 2 kaufe ich auch mal ein. Und Schild 2 nehmen wir auch mal mit als taktische Komponente, die wir vielleicht niemals nutzen werden, aber erstmal haben. Man weiß ja nie, was da noch so auf uns zukommt. So, hier wird das auch nochmal spannend. In den alten Büchern steht, dass die Vorfahren vor der Schlacht Ausrüstung anlegten. Nicht nur die Vorfahren, aber nur wenige konnten viel Ausrüstung tragen. Das waren die Helden, die Meister der Alleskönnerklasse waren, so heißt es jedenfalls. Okay, wie das so rötlich hervorgehoben war, so daran arbeiten wir ja im Moment. Ach, guck mal, der bietet nur 2 Sachen an. Ohrring aus Schibrall und Halskette. Gucken wir uns mal erstmal den Ohrring an, weil einen haben wir davon schon. Die magische Abwehr geht um 10 nach oben. Dafür stürzen die MP mal richtig derbst ab. Ich werde das trotzdem kaufen. Ich werde das trotzdem kaufen, weil für Manomaro die MP für mich im Moment eher zweitrangig sind. So, er hier trägt das schon. Hier ist natürlich die Frage, was ist wichtiger, aber ich werde das auch für Giro einkaufen, denn wir haben minus 10 physische Abwehr und plus 15 magische Abwehr, deswegen soll er das ruhig auch bekommen.
So, ja, Klug wird das auch bekommen. Ich glaube, das kriegen dann alle von uns. Und ja, dreimal. Genau, wir sind ja momentan nur zu viert. Das heißt, wenn ich das dreimal einkaufe, sind wir auf der sicheren Seite. So, hier haben wir Abwehr versus TP. Auch hier muss ich sagen, ist mir der Abwehrwert, glaube ich, wichtiger. Das heißt, das wird einmal eingekauft. Ja, ich glaube, das werde ich für alle einkaufen. Ich glaube, das bekommen alle, auch wenn minus 15 bei der magischen Abwehr schon ganz schön hart ist. Aber trotzdem ist der Pluswert bei der physischen Abwehr höher, deswegen bekommt sie das auch. Und ja, gut, auch hier bekommen das alle vier. Das heißt, wir werden jetzt alle Leute mit dem Gibral-Equipment auch eindecken. Und ich hoffe, dass das für uns auch eine ganz gute Verbesserung darstellen wird. Bin da aber sehr zuversichtlich. So, hier können wir leider immer noch nichts anlegen. Ohrring hat ja schon, was war denn das zweite? Hier Halskette, ne? Genau. So, das ist aber gut und einfach zu merken, weil dann muss ich ja einfach nur jeweils den Gibral-Kram anlegen, ohne dass ich jetzt hier großartig mein Gehirn ins Schwitzen bringen muss, dass... macht mir das Spiel hier verhältnismäßig einfach, beziehungsweise ich habe mir das sehr einfach gemacht, weil ich mich jetzt hier für diese Items letzten Endes entschieden habe. So, Halskette aus Gibral. Sehr schön, damit ist jeder hier mit dem total neuesten Shit ausgestattet und ich hoffe, dass wir dann uns den ein oder anderen Kampf damit auch erleichtern können.